uns war immer wichtig, dass keine Hürden bestehen. Auch für Leute, die vielleicht noch nie eine MMO angefasst haben, die vielleicht noch nie ein Spiel angefasst haben. Casual Gamer, Leute, die normalerweise sich an MMOs nicht rantrauen. Das sind die Leute, die wir auch einbeziehen möchten und wir denken, dass da eine echte Chance ist, tatsächlich noch was zu machen in einem Markt, der ansonsten noch weitestgehend von relativ ähnlichen, WoW-ähnlichen Spielen dominiert wird. MMO, noch eine Folie, muss natürlich trotzdem abwechslungsreich sein, auch wenn es einfach ist. Wir haben für jeden Spielertyp versucht, was zu finden. Es gibt bei uns die üblichen Missionen, es gibt Turniere, es gibt Duelle zwischen Spielern, es gibt sogenannte Social Quests, die im Grunde genommen die Interaktion zwischen Spielern zum Spielinhalt machen. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, einfach vorbeizukommen, ein bisschen rumzuhängen, zu chatten in den entsprechenden Räumlichkeiten und sich dort einfach ein wenig zu tummeln und mal zu gucken, was die anderen Leute so machen. Weiter. Wir versuchen einigermaßen originell zu sein. Wir haben einen Hintergrund genommen, der bewusst nicht Fantasy ist, der bewusst nicht sich auf den üblichen Konzepten ausruht, sondern etwas, was jeder aus Filmen kennt, aus Krimis kennt, aus dem Fernsehen, aus Büchern. Die Welt der großen Gangster, der großen Raubzüge, der spektakulären Coups. Und diese glamouröse Welt eben ein bisschen auch dem Spieler zu öffnen und sich einfach mal etwas dem Reiz des Verboten hinzugeben und dort mal ordentlich Beute machen zu können. Nächste Folie. Unterhaltsam bedeutet für uns auch, man kann, egal wie man gerade ist, was tun. Das heißt, ob ich alleine bin, ob ich zu zweit bin, ob ich zu fünft bin, ich kriege ein Spiel präsentiert, ich habe den gleichen Spaß dran. Ich muss nicht in Level 30 mit 25 anderen Leuten mich absprechen und warten, bis ich die irgendwann mal zufällig online treffe und wir nach 3 Stunden organisieren, endlich den Raid machen können, sondern man kann rein, man trifft ein paar Leute, man geht los und man hat relativ schnell irgendetwas, was man tun kann und was auch genauso viel Spaß macht, wie die Leute, die sich 2 Stunden gesetzt haben und geplant haben. Zumindest hoffen wir das. Soziale Interaktion, das sage ich noch dazu, ist ein Teil des Spiels, das habe ich eben schon gesagt. Für uns ist wichtig, Chat ist nicht einfach eine Funktion, dass man oben drauf setzt, dass so nebenher passiert, sondern der Kontakt zwischen Spielern, der Austausch zwischen Spielern, jenseits von, kriege ich dein Schwert +1, wenn ich dir dafür Gold gebe, das ist uns ein Spielelement und wir haben tatsächlich Quests designt, Missionen designt, die nur darauf auszielen, mit dem Spieler, mit anderen lebenden Spielern zu spielen, wo die Welt praktisch nur eine Art Anregung ist und es gibt Systeme jenseits von Level, jenseits komplizierten Skillgruppen oder sonst irgendwas, die für jeden Spieler sofort zeigen, was macht der andere. Sachen wie, wie cool ist er, wie nett ist er, wie guter Anführer ist er. Qualitäten, die der Spieler hat, genau wie sein Charakter. Das heißt, etwas, wo nicht ein Charakter eine abstrakte Sache ist, der Spieler dahinter, den kennt man nicht, sondern wo die Qualitäten des Spielers sich auch dort widerspiegeln, im Spiel widerspiegeln und damit auch den Leuten natürlich helfen, zu sagen, hey, will ich mit den coolen Leuten rumhängen? Dann gehe ich da, wo die alle ihre coolen Scores haben und schaue, wie ich da treffe. Ob die da wirklich cool sind, wird sich hoffentlich zeigen. Ja, zurück, genau, und da waffeln jetzt weiter. Gut, also ein paar Screenshots. Wir haben ja Freitag nochmal eine Pressevorführung, wo man etwas mehr vom Spiel sehen kann. Es wird, so Gott und unsere Entwickler wollen, Anfang nächsten Jahres live gehen. Wir werden versuchen, eine größere Beta zu starten. Man kann hier auf der Messe sich bereits für die Beta oder zumindest die Zugänge holen, damit man sich für die Beta anmelden kann. Also alle Leute, die Lust mal auf ein etwas anderes MMO haben, lade ich herzlich dazu ein. Und jetzt sehen wir gleich noch einen Trailer, der zeigt, was das Spiel so mit einem machen kann. Ansonsten kann ich nur sagen, willkommen bei 7 Million, willkommen bei einem Spiel, das niemals schläft. Vielen Dank. Applaus für 7 Million und Jan Wagner. Dankeschön, liebe Presse. Jetzt geht es weiter. Jetzt wird es ein bisschen düster und mystisch und teilweise auch horrormäßig. Aber nein, nicht wegen Marin Ghazali. Ja.
der Chef-Producer des Spiels Deep Silver in Wien, des Spiels Cursed Mountain. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, willkommen zur Präsentation von Cursed Mountain. Cursed Mountain ist ein Survival-Horror-Titel und er spielt in einem entlegenen Tal im Himalaya. Unser Hauptdarsteller ist ein Bergsteiger. Und ein Bergsteiger hat normalerweise einen ganz klaren Fokus. Er will auf den Gipfel. Alles andere interessiert ihn nicht so stark. Und er arbeitet darauf hin, er geht bergauf. In unserem Fall hat Eric noch ein bisschen ein anderes Ziel. Sein Bruder ist in diesem Tal verschollen und er hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihn zu finden, lebendig oder tot. Die Menschen, die in diesem Tal leben, stehen den Fremden, ich sag mal, distanziert, aber freundlich gegenüber, wie das in Asien so üblich ist. Es gibt einige, die sich überlegen, ob die Fremden nur Gutes in das Tal bringen oder ob es auch dazu führen kann, dass die Fremden, wenn sie ihren heiligen Berg besteigen, auch Probleme auslösen oder gar wirklich Horror mit sich bringen. Der Hintergrund dieser Gedanken der Menschen dort ist in ihrer Religion begründet. Sie glauben an den Buddhismus und wenn man jetzt einmal Buddhismus hört, dann denkt man, das ist sozusagen eine sehr nette, friedliche und freundliche Religion. Beim Research für diesen Titel sind wir aber drauf gekommen, dass es einige Dinge gibt, die im Buddhismus ein bisschen anders sind, als man sie sich sozusagen im Westen vorstellt. Eines dieser Dinge ist das sogenannte Sky Burial oder die Himmelsbestattung. Nun, in der Region hat man das folgende Problem. Wenn jemand verstirbt und man will ihn begraben, dann hat man vielleicht 3 cm Erde, darunter ist Fels oder Permafrost. Eingraben ist also sehr schwierig. Verbrennen über der Baumgrenze ist auch ein Problem, da es zu teuer ist. Brennmaterial gibt es nicht. Und das Wenige, das man hat, verwendet man zum Heizen, zum Kochen. Was man also macht, ist, man nimmt eine Hacke, schneidet den Verstorbenen in kleine Teile, vermischt die Überreste mit Mehl und lässt sie von den Geiern verspeisen. Das ist die sogenannte Himmelsbestattung. Und das haben wir natürlich auch berührt in der Geschichte, die wir in diesem Spiel erzählen. Eine weitere Geschichte, die uns inspiriert hat bei der Entwicklung der Story, die wir in diesem Spiel erzählen, ist die Geschichte der sogenannten Thermas. Das sind Überlieferungen, die über 1200 Jahre alt sind und die von Guru Rinpoche, der den tibetanischen Buddhismus begründet hat, in Tibet und in den umliegenden Regionen versteckt wurden, damit sie von auserwählten Findern wieder aufgefunden werden und damit die beinhalteten Rituale, Überlieferungen und Anweisungen ausgeführt werden. Die Geschichte dahinter ist, also das, was wir uns überlegt haben, ist, was passiert, wenn jemand, der vielleicht für den Auserwählten gehalten wird oder der gar nicht der Auserwählte eben ist, aber sich als der ausgibt, so ein Thermos, so eine Überlieferung findet, das enthaltene Ritual ausführt auf dem Heiligen Berg und dann die Mönche der Umgebung, die Lamas draufkommen, das ist ja vollkommen schief gelaufen. Die Zwischenwelt, die Welt der Toten öffnet sich und die Toten kommen heraus und wehren sich gegen diesen Frevel. Nun, Cursed Mountain kommt auf den Wii. Wir denken, dass der Wii eine sehr leistungsfähige Konsole ist und weitgehend unterschätzt wird. Wir können auf dem Wii sehr detaillierte Levels, sehr schöne Landschaften darstellen und etwas, das wir auch bei unserem anderen Titel gelernt haben, ist, wie schön es ist, wenn man die ganze Umgebung sieht, wenn man nicht überall Wände an den Rändern der Level hat, sondern wenn man in unserem Fall das ganze Tal sehen kann, immer das Ziel vor Augen hat, den Berggipfel, auf den man am Ende wahrscheinlich hinauf muss und auch die anderen Levels sehen kann. Man ist in der Stadt, man schaut über die Dächer und man sieht das Kloster, man sieht die Terrassenfelder, man sieht den Bergpass, auf den man hinaufgehen muss. Und wenn man wiederum am Bergpass oben ist, kann man sich umdrehen und kann das Kloster sehen, die Stadt sehen und kann den Weg verfolgen, den man eben schon gegangen ist und man kann auch zum Gipfel hinaufblicken und sehen, okay, das sind wirklich noch 3000 Meter, ich bin schon auf 5000, ich muss auf 8000 hinauf. Wie wird das gehen und wie werden mich die Geister versuchen, davon abzuhalten? Das wirkliche Killer-Argument für den Wii für uns war aber das Motion Sensing. Unser Combat, unser Kampfsystem ist voll darauf ausgelegt, dass wir mit dem